Heute geht es um realistisches Selbstverteidigungstraining. Genau genommen könnte das das kürzeste Video werden, das je in YouTube gestellt worden ist. Realistisches Selbstverteidigungstraining gibt's nicht. Naja, weil realistisch und Training schließt sich in sich aus. Alles, was auf der Straße ist, was wirklich auf der Straße stattfindet an Kämpfen, das ist Realität. Alles, was in im Ring, in einem Studio, bei uns hier jetzt im Trainingsraum stattfindet, ist nicht realistisch. Was wir tun können, ist so realistisch wie möglich trainieren. Ja, aber wie machen wir das? Jeder geht es ein bisschen anders an. Ich kann ja nicht jetzt meinem Trainingspartner die Augen ausstechen oder Kehlkopf einschlagen, kann ich nicht. Trotzdem wollen wir ja der Realität ein bisschen nahe kommen. Oder ich kann auch nicht voll Kettenvorstöße reinfeuern ins Gesicht. So, manche schlagen daneben ins Gesicht. Hat den Vorteil, ich kann richtig durchziehen, hat den Nachteil, ich gewöhne mir irgendwann an, nicht zu treffen. Andere stoppen vorher ab, hat den Vorteil, ich habe noch die Richtung, aber ich gewöhne mal irgendwann an, vielleicht zu kurz zu schlagen, weil die Distanzen stimmen nicht. Oder ich gewöhne mal an, nicht mehr voll durchzuziehen. Alles ein Problem. Wir halten manchmal Bratzen hin und feuern richtig drauf los. Naja, was ist daran nicht realistisch? Die Höhe stimmt nicht. Ich schlage dann vielleicht auf die Brust oder auch so jetzt, wenn wir gegeneinander trainieren. Wir schlagen öfter auf die Brust, dann habe ich schon gelesen. Ach, ich das dann lese. Im Wing Chun schlagen sie sich nur auf die Brust, das bringt ja nichts. Nein, wir schlagen nicht auf die Brust, aber im Training brechen wir nicht in jedem Training meinen Partner die Nase. Das macht ja keinen Sinn. Jetzt hab ich gerade ein Video reingestellt mit der Sabine. Ich habe sie dann einfach angegriffen und dann hat sie Kettenvorstöße gemacht. Ich hatte Boxhandschuhe an, große, habe dann Boxhandschuhe hier hingehalten. Sie hat dann die Kettenvorstöße drauf gefeuert. Bei großen Boxhandschuhen fehlt ihr das einigermaßen ab. Haben wir den Kommentar gekriegt. Quasi so, ja, man kann doch nicht immer nur auf die Deckung hauen, man kann doch auch mal in die Leber schlagen. Ja, kann man, wissen wir, ist uns nicht ganz neu. Es geht aber um meine Leber, die tut mir weh, will ich nicht. Es geht nur um meine Rippen, muss nicht sein. Wenn ich dann so Kommentare lese, ich kann mir gar nicht sagen, wie mir das manchmal auf den Sack geht. Leute, wir wollen realistisch trainieren. Realistisch in dem Fall heißt auch nicht, ich greife an, Sabine gibt Kettenvorstöße, bababam, und ich greife weiter an. Ah, sie gibt weiter Kettenvorstöße. Und jetzt steht sie irgendwie falsch und ich werfe noch. Das ist doch Quatsch, wenn dann jemand mit Kettenvorstöße voll reingeht. Wird sich in der Realität die Situation doch irgendwie ändern? Wie wird sie sich ändern? Naja, vielleicht ducke ich mich ab, auch wenn sie jetzt nicht voll reingezogen hat. Kann ich sie ja mal ein bisschen spielen, ducke ich mich halt ab. Dann wird sie was anderes machen. Und ab irgendwann denke ich mir, jetzt hat sie mich hart genug getroffen, um Ellenbogen hier rein, also was weiß ich, hier ein paar Kettenvorstöße und hat sie mir den Ellenbogen rein. Und dann mache ich das. Warum nur das? Warum nicht ganz auf dem Boden? Ich bin 55, bis ich wieder hoch bin, dauert mir zu lang. Wisst ihr, was ich meine? Wir trainieren hier der Realität so nah wie möglich. Sind aber von der Realität noch um Welten entfernt, so wie alle anderen auch. Selbst wenn in den Ring steigt oder in den Käfig geht, da hat man dann Gewichtsklassen, die hast du auf der Straße auch nicht. Da ist dann verboten, irgendwelche, was weiß ich, drin im Genitalbereich. Das ist bei uns nicht verboten, aber durchziehen ist nicht so schön, auch wenn ich einen Tiefschutz anhabe. Ja, um es klar zu sagen, wir trainieren mit den Anfängern Zahn-6, um so definiert wie möglich noch und so kontrolliert wie möglich zu trainieren, um was in Fleisch und Blut überzugehen. Ja, ne? Jetzt nicht mehr. Ja, aber so stehe ich jetzt vorne auf. Mit den Fortgeschrittenen machen wir dann auch Angriffe, also ziemlich harte Angriffe, wie ich es jetzt auch mit Björn gemacht habe, hier immer wieder, da habe ich auch gerade reingestellt in YouTube, Schwinger reingefeuert. Da habe ich schon richtig fest reingehauen. Also einmal hat er einen Fehler gemacht, ist dann in Opposition gewesen, waren beide Füße in der Luft, guckt euch an. Ist das realistisch? Nein, ist es nicht. Ich habe aber versucht, Schwinger zu geben, ordentliche. Und dann an anderer Stelle versuche ich, irgendwelche Freikampfsituationen zu machen. Da mache ich aber nicht Wing Chun gegen Wing Chun. Machen wir auch nicht, sondern was mache ich? Ich versuche mal zu drehen, ich versuche mal eine Gerade, ich versuche mal Schwinger mit einzubauen. Um der Realität näher zu kommen, das ist alles.
Ja, also, jeder, egal wie er trainiert, sollte versuchen, der Realität da draußen nahe zu kommen. Es ist auch cool, wenn du mal wirklich rausgehst auf die Straße, es ist auch cool, wenn du mal in ein Parkhaus gehst oder sowas, alles cool im Rahmen der Möglichkeiten. Wir hier in unserem Raum haben Säulen, die auf einmal im Weg stehen, wenn du Kampf gegen mehrere machst. Alles cool, sowas mit einzubauen. Wir haben hier noch eine Treppe, kannst auch mal trainieren, was ist denn, wenn ich auf der Treppe stehe. Das hat alles auch mit Realität zu tun. Mit Realität hat auch die Emotion zu tun. Holt euch doch mal jemanden rein, der böse gucken kann. Einfach mal so Käfigkämpfe, aber mit einem Kerl, der in einen anderen Modus geht, mal richtig was drauf hat, ja? Und dementsprechend auch einen Blick hat. Lasst ihn doch mal in den Modus gehen, stellt euch gegenüber, dann wisst ihr emotional schon, was Sache ist. Ob ihr in der Lage seid, draußen auf der Straße zu bestehen, emotional. Es geht nicht darum, wie gut ist mein Schießau. Es geht darum, wie nah kann ich der Realität kommen. Und das versuchen wir schon hinzukriegen, auf diese Art und Weise, ohne uns hier wirklich zu prügeln. Also wir hier sind keine Prügelschule. Hier geht es nicht darum, dass wir uns im Training verletzen, die Zähne aushauen oder sonst was. Trotzdem versuchen wir, der Realität nahe zu kommen, so gut wie es geht. Also, ciao!